bloß hinstellen. Der Variante als T679 und Ordnungsnummer ist mir jetzt entfallen. Sind beide optisch sehr schön hergerichtet und zusätzlich steht auch noch eine dritte, die hauseigene vom Verkehrsmuseum, also da ist eine richtige Parade für sie aufgebaut. Also können wir sehr empfehlen, auch das Depot vom Verkehrsmuseum nochmal zu besuchen. Durch den Kessel gesaugt wird, da könnt ihr vorne mal reingucken. Da sieht man dann auch, warum die Dampflok so schön Puff macht, weil vom Zylinder der Abdampf dann durch den Korb oben durch den Schornstein rausgeht. Nein, da kommt noch eine Lok gleich. Thank you.